Weg hergefunden haben, wenn ihr vielleicht gerade noch so ein bisschen reinkommt, dass sie sich auch untereinander sehen können, weil wir machen ja durchaus Interaktives. Also ich werde jetzt nicht 2,5 Stunden reden. So. Ja, erstmal will ich, frage ich dann gleich noch zu heute Morgen, Nachklang, ob es da noch Fragen, Reaktionen gibt. Vorher aber, come in. Vorher aber, was ich mir vorgestellt habe zu machen. Hallo Andrea, hallo. Setzt euch einfach dazu, aber eher so, dass wir eine Runde finden. Also eher den Kreis füllen, bitte. Das ist Andrea Günther, die habe ich vorher schon mal darauf hingewiesen, meine Co-Autorin, ohne die das Buch, das schon lange geplant war, nicht entstanden wäre. Es ist jetzt nicht besonders passend, aber es liegt mir auf der Zunge. Und sie lebt noch, im Unterschied zu meiner anderen Co-Autorin, die Christiane Gerard, mit der ich 2 Bücher gemacht habe, die wir vor einer Woche begraben haben. Mit 64. Wir haben noch was vor zusammen. Gell? Ja, ich bin selbst ein bisschen unter dem Eindruck, dass knapp noch dem Tod entronnen sein, weil als ich jetzt in Brasilien war, hat sich auf einer Wanderung unter mir die Erde aufgetan und ich bin 7 Meter abgestürzt. Alles Technische, das fällt mir gerade ein, das ist eine Fortsetzung von dem Traum. Alles Technische war kaputt. Handy, Foto, Brille, Kleider, alles, aber ich habe relativ unversehrt es überstanden. Ja, in Ciabatta Diamantina, da wäre es auch 6 Stunden bis zum nächsten Krankenhaus, das den Namen verdient gewesen. So bin ich noch so ein bisschen mit in Tuchfühlung mit der Grenze. Das ist im Prinzip ja immer so, aber Gott sei Dank denken wir ja die meiste Zeit nicht dran, aber ich hatte jetzt in letzter Zeit genug Anlass, das mit ins Bewusstsein zu nehmen. Ja, was ich mir gedacht habe für heute Nachmittag, ich frage erstmal noch nach heute Morgen, dann würde ich einfach nochmal kurz speziell diese Idee erläutern, warum wir denken, dass dieses Arbeiten mit Träumen ein guter Weg ist, eine vielschichtige narrative Kultur aufzubauen. Also das Ziel ist dann die Kommunikationskultur und der Umgang mit Träumen ist ein Medium wie andere auch. Das würde ich gerne noch ein bisschen erläutern und wie wir das konkret machen in unseren Weiterbildungsgruppen am Institut. Dann wollte ich euch aus dem Buch ein Beispiel von einem solchen Dialog anhand von Träumen vorlesen, damit ihr ein Gefühl kriegt, was für eine Qualität das in die Kommunikation dort bringen kann. Und dann haben wir wir machen auch Traumdialogübungen in unseren Weiterbildungsgruppen und die habe ich mitgebracht. Und wir würden dann in der zweiten Hälfte, Größenordnung 1,5 Stunden, eine Untergruppen-Traumdialogübung machen. Wir haben dazu ein Designblatt, wie wir das nennen, das hier genau ein Ablauf, ich erläutere das, dass ihr selbst euch organisieren könnt in dem Dialog, sodass ihr ganz direkt die Erfahrung machen könnt, wie das ist und dann reden wir drüber. Soll ja ein Workshop sein, keine Fortsetzung des Vortrags mit anderen Mitteln. Aber wir würden uns dann jetzt erst noch ein bisschen Zeit nehmen, nochmal nachzufragen, gucken, wo seid ihr mit der Begegnung, mit der Idee, was interessiert euch am Thema, hat euch irgendwas speziell angetriggert, weshalb ihr hier seid, dass wir ein bisschen uns vernetzen, dass auch möglichst viel von dem vorkommt, was ihr wollt. Ist das Programm okay? Gut. So. Noch Kommentare, Fragen zu dem heute Morgen?
War das so verständlich, eingängig? Oh, da ist was. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie am Schluss gesagt haben... Laut. Ach so, übrigens, Technik fällt mir bei der Gelegenheit ein. Das wäre gut, ja. Also wir haben, es wird eine Videoaufnahme gemacht. Das heißt, es ist im Prinzip öffentlich, was wir machen. Das heißt, steuern Sie sich so, dass es in Ordnung ist, dass Sie das sich so beteiligen, dass es Sie nachher nicht stört, dass das andere Leute angucken können, die an dem Thema interessiert sind. Wir können natürlich niemandem jetzt eine Diskretion zusagen, wenn gleichzeitig der Kontrakt ist, dass es als DVD nachher zur Verfügung stellen soll. Sie hatten am Ist das jetzt zu hören? Ja, genau. Sie hatten am Schluss eine Bemerkung gemacht, dass man ja die Traumarbeit oder diesen Traumdialog auch im Rahmen von Beratung und Unternehmen, also auch Organisationsentwicklung machen kann. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und also das würde mich interessieren jetzt, wie das auch konkret ablaufen würde. Weil an sich hatte ich jetzt die Idee, geht es ja primär um, also ein Träumer träumt für sich seine persönlichen Themen und um diesen Dialog und wie es jetzt, wie man das jetzt sozusagen im Organisationskontext irgendwie verwendet. Also ich selbst arbeite jetzt seit einigen Jahren ja nicht mehr direkt in Organisationen. Ich habe das früher gemacht. Meine Lehrtrainerinnen und Lehrtrainer tun das aber regelmäßig. Die sind ja alles Freiberufler, die auch die direkte Arbeit draußen machen und bei uns lehren. Es gibt ganz verschiedene Arten, wie man das machen kann. Dazu muss ich ein paar Takte zu dem sagen, wie wir Organisationsentwicklung betreiben. Also wir nennen das eine Entwicklung menschlicher Systeme. Das heißt, wir überlegen immer, wer sind die Protagonisten, die die Entwicklung in der Organisation haben wollen, vorantreiben können. Also die in der Organisation Verantwortung übernehmen für den eigentlichen Organisationsentwicklungsprozess. Was wir nie machen, ist von außen ein Konzept an die Organisation rantragen und denen sagen, wie sie sich entwickeln soll. Das kann auch mal sinnvoll sein, das machen aber andere Beratungsunternehmen. Wir machen das nicht. Wir machen von daher auch als Organisationsentwicklung immer eine Arbeit mit Menschen, aber mit Menschen in ihren Organisationsfunktionen. Die müssen für sich klären, ob sie eigentlich den Reifegrad haben von ihrer Kompetenz, ob sie das richtige Amt haben, ob sie die richtige Vernetzung haben, ob sie Zugriff auf Ressourcen haben, wer die Nächsten sind, die zugezogen werden sollen, wenn Autorisierung gebraucht wird, wer diese Autorisierung geben kann, sodass wir den Organisationsentwicklungsprozess in der Regel so anfangen, dass wir mit wenigen Protagonisten anfangen und mit denen gemeinsam entwickeln, was sie tun müssen, um ihre Organisationsentwicklung in Gang zu setzen und zu betreiben. Und das dann individuell mit denen und weniger in einer Gruppe? Ja, nicht nur individuell. Das ist also erstmal vielleicht individuell, wenn es der Geschäftsführer ist oder ein Personaler, der hätte gern das, überlegt aber, wie er drangehen können. Und dann holen wir nennen das kristallisierendes Prinzip, wir holen dann auf die Bühne immer die Next-Wichtigen, die man nach der bisherigen Vorstellung, wie man sowas angehen könnte, brauchte, um das zu betreiben und beziehen die dann ein und erst wenn die einigermaßen in einer gemeinsamen Wirklichkeit, wie man dann die nächsten Schritte angehen will, laden wir weitere Leute ein. Also anders als viele andere Organisationsentwicklungsprozesse, die entweder einen ganzen Plan machen und den dann rüberschieben, denn es müssen irgendwie die Leute rein, oder die sagen, alle Betroffenen zu Beteiligten machen, große World Café und was da alles gibt und es reden mal alle, haben wir einen anderen Ansatz und der ist eben ein sehr personaler, kristallisierendes Prinzip. Und System ist für uns Humansystem, was aber nicht heißt Menschen als Privatperson irgendwie, sondern Menschen in ihren professionellen Identitäten und in ihren Organisationsfunktionen für die Organisation, die zu entwickeln ist. Das müssen die bei der Gelegenheit klären. Und das habe ich ja heute Morgen gesagt, uns ist ganz wichtig, dass die Menschen lernen, ihre Sensibilität und Humanität in ihren Rollen zu leben. Und nicht daneben in einer vertrauten, quasi privaten Workshop-Atmosphäre und dann ein Transferproblem zu haben. Sondern wir arbeiten von vornherein in den Menschen, bezogen auf den Kontext und bezogen auf das, was zu gestalten und zu entwickeln wäre. Und helfen denen, sich auch
untereinander zu vernetzen, also eine gemeinsame Vision zu entwickeln, Vorstellung voneinander, ob sie genügend Ressourcen an Bord haben, mit wem sie was wohl am besten können und so weiter. Und in solchen Prozessen kann man, ist immer natürlich eine vielschichtige, vertrauensvolle Kommunikationsatmosphäre, sonst kann man die Art von Organisationsentwicklung, wie wir sie machen, gar nicht machen. Und da kann man dann in jedem Stadium fragen, was geht in Ihnen vor, wenn Sie das jetzt hier so erleben? Haben Sie zum Beispiel Zuversicht, dass das was werden kann oder nicht? Haben Sie das Gefühl, in den Modi, in denen man unterwegs ist, die haben überhaupt eine Chance? Oder die passen hinreichend zur Kultur des Unternehmens, damit man andocken kann? Und das darf dann halt nicht nur so analytisch vor sich gehen, sondern da müssen die Leute auch sozusagen ihre intuitiven Bilder von ihrem eigenen Hintergrund, von den anderen, vom seelischen Kontrakt, wie wir das nennen, finden. Und dabei kann man sehr wohl, wenn man mal anderthalb Tage zusammenarbeitet, am ersten Morgen fragen, hat jemand einen Traum gehabt, der vielleicht einen Kommentar liefert, wo er selbst und wo das System ist. Und dann in der Art und Weise, wie man darüber redet, entsteht eben diese vielschichtige, sensible Kommunikationskultur, die eine Chance lässt, in das bewusst methodische, zielorientierte, Rollen- und Kontextgeklärte, diese ganzen vielschichtigen Motivationskräfte einzubinden, weil wir glauben, dass eine Organisationsentwicklung immer Kulturentwicklung heißt. Und Kulturentwicklung, ohne dass die Seele gewonnen wird, der beteiligten Menschen, hat eigentlich keine Chance. Jetzt habe ich es ein bisschen weit ausholen müssen, aber macht es verständlich, warum es eigentlich so, wie wir Organisationsentwicklung machen, immer möglich ist. Träume sind ja nur ein narratives Verfahren. Ich sage, wenn Sie ein Bild malen würde, wo ist das Unternehmen im Moment und wie versteht sich die Truppe hier, die zusammen eine Organisationsentwicklung betreiben wollen, ist es ein anderes narratives, symbolisches Verfahren. Oder ich arbeite sehr viel mit geleiteter Fantasie, so dass die Menschen einfach diesen Dialog zwischen bewusst methodisch und unbewusst intuitiv in sich aktivieren und dass sie sich untereinander spiegeln, was in ihnen wach wird, wenn sie den anderen erleben, wenn er diese Interaktion mit sich macht. Und so entsteht ein vielschichtiges Netz, das einerseits die sachlichen Kompetenzen klärt und andererseits die seelischen Kräfte versammelt und aneinander anschließt. Also Kultur ist in meiner Definition nicht sehr salopp, ist das, was man macht, um das Beste in jedem in den Vordergrund zu holen und aneinander anzugliedern. Und die Chance, dass das gelingt, hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass ich so eine vielschichtige Kommunikationskultur aufbaue. Und ohne das arbeiten wir einfach auch gar nicht. Also wenn wir merken, das ist nicht zu machen, dann ist es zumindest für uns kein Auftrag. Und die haben gar kein Problem. Also jetzt, man weiß ja nie, es ist ja immer die Realität des Beobachters. Die Menschen, die zu uns in Weiterbildung kommen, die wissen, die kommen in der Regel, weil sie gehört haben, von der Kultur gehört haben, die es bei uns gibt. Das ist natürlich auch eine gewisse Selektion. Und die Unternehmen, die uns beauftragen für eine Organisationsentwicklung, denen machen wir sehr früh klar, dass das unser Ansatz ist. Und wenn sie das gar nicht wollen, wir einfach auch nichts für sie tun können. Und es mag auch durchaus Situationen und Phasen geben, in denen ganz andere Organisationsentwicklungsansätze auch sinnvoll sind, vielleicht als erste Phase. Wenn ein System sehr verkastet ist, dann ist vielleicht nicht schlecht, McKinsey geht mit dem großen Häcksler erstmal durch. Nur wenn dann halt einmal durch ist und dann wächst mühsam was wieder irgendwie, da fehlen dann die Gärtner. Oder es wird dann gleich wieder gehäckselt, wenn es nicht schnell genug wächst. Dann wird ein sinnvoller Beitrag zur Organisationsentwicklung dann natürlich wieder sehr einseitig. Und vielleicht, dass ich den Bezug auch nochmal daneben machen kann, wir arbeiten sehr viel mit der Theatermetapher. Es gibt Aufsätze von mir dazu, ich will das jetzt nicht sehr ausführlich erläutern, aber wir reden einfach in Sprachen, wer hat eigentlich welche Rolle? Oder was ist die Logik des Stücks, das aufgeführt werden soll? Ist das überhaupt genügend konzipiert? Ist der Plot klar? Passt die Art des Stückes zu der Bühne, wo es gespielt werden soll? Passen
passt der Stil, in dem es gespielt werden soll, zu den Rollengewohnheiten der Schauspieler, die engagiert werden? Gibt es jemanden, der das Drehbuch weiterentwickelt, wenn man merkt, es passt nicht? Ist da Kompetenz da? Gibt es Regiekompetenz für Neuinszenierung oder gibt es nur Regiekompetenz, das, was man in der Theatermetapher die Tagesregie nennt? Also das Stück ist eingeübt und sorgt jemand dafür, dass es wieder aufgeführt wird, ohne wesentlichen Qualitätsverlust. Und da arbeiten wir also sehr viel mit der Theatermetapher, an die kann sich in der Regel jeder sofort anschließen. Er versteht. Und damit wird Wirklichkeit zur inszenierten Wirklichkeit, zur gestaltbaren Wirklichkeit. Und es entsteht eine Didaktik, an was man denken muss und was versorgt werden muss, um eine Chance zu haben, in einem Traditionstheater zum Beispiel ein Avantgarde-Stück aufzuführen. Was manche Unternehmen ja wollen, ne? Die haben sehr lange, sehr traditionell und dann merken sie, sie haben die Entwicklung verschlafen und dann wollen sie sich ins Postmoderne katapultieren, haben aber keine Drehbuchschreiber, keine Regisseure, nichts an Bord, glauben sich das einkaufen zu können. Und es gibt auch Berater, die glauben, das verkaufen zu können, was ich in der Regel nicht glaube. Also Sie merken, wenn man erstmal mit der Theatermetapher anfängt, redet man in die weiter, ohne dass man die Theatermetapher eigentlich groß erläutern muss, weil fast alle in unserem Kulturkreis, muss man natürlich sagen, ein gewisses Verständnis haben, wovon ich rede, wenn ich die Sprachfiguren der Theatermetapher verwende. Und von daher, wir auch in der Traumarbeit, wenn wir drüber sprechen, verwenden wir gerne die Theatermetapher. Sagen wir, wenn an der Stelle der Vorhang aufgeht. Weil fast immer ist das so, wenn wir einem Traum begegnen, begegnen wir ja den Beginn einer Erinnerung an den Traum. Im Prinzip kann man denken, der Traum ging davor schon und er geht vielleicht auch danach weiter. Es ist sozusagen das Fragment, das der Träumer erinnert. Und dann an der Stelle, an der der Vorhang aufgeht, was für eine Anfangssituation finden wir davor? Oder am Schluss, dort, wo der Vorhang zugeht, was ist... In der jüngsten Psychologie nennt man das die Lusio. Was ist die Stimmung über der Endsituation? Woraufhin ist das jetzt angelegt? Und in welchem Stil ist das inszeniert? Es scheint sehr viel Drama zu sein und am Ende ist eigentlich nicht wirklich was gewesen. Was würde verloren gehen, wenn man das mal ein bisschen, den Ball ein bisschen flacher hält und vielleicht eher überlegt, was könnte am Ende rauskommen? Also dann sind wir dann bei Themen, welche Wirklichkeitsinszenierungs-, Erzeugungsstile zeigt eigentlich der Träumer am Beispiel dieses Traumes. Und dann gibt es manchmal Stile, die im Traum relevant sind, die der Träumer aber gar nicht berichtet. Der erzählt seine Erzählung und das, was an Traumerinnerungen zum Vorschein kommt, wenn man genau nachfragt, sind eigentlich ganz verschiedene Arten von Erzählungen. Er hat es noch nie gemerkt. Also dann ist das Problem vielleicht eher, dass er die Vielfalt der vorhandenen Inszenierungsmöglichkeiten, die in ihm angelegt sind, gar nicht zur Kenntnis nimmt, in dem Bewusstsein, dass er den Traum erzählt und mit dem Traum umgehen will. Also da haben wir dann, deswegen heißt es schöpferischer Dialog anhand von Träumen. Wir beschäftigen uns nicht immer dann mit dem Traum, sondern wir beschäftigen uns mit der Wirklichkeitserzeugung dieses Menschen am Beispiel des Traums. Manchmal ist es dann der Traum selbst, das wir als Beispiel nehmen. Manchmal ist es der Umgang mit dem Traum. Manchmal ist es die Dialogsituation mit dem Dialogpartner zum Traum. Oder manchmal ist die Frage, warum geschieht das eigentlich hier? Ist es der Kontext des Umgehens mit dem Traum? Jetzt sagen manche, aber im Unternehmen gibt es doch wirkliche Wirklichkeiten. Kann das doch nicht durch die Menschen definiert interpretiert werden. Ich sage, das muss man sich mal genau überlegen. Wer schon mal einen Vorstand beraten hat, der in einem Konflikt ist und jeder erzählt, was angeblich vorher passiert und beschlossen worden ist, kann man sich nicht vorstellen, dass die in der gleichen Realität waren. Also man muss sozusagen auch das gesamte Repertoire von Traumanalyse, weil eigentlich kann man es nicht anders behandeln als verschiedene Träume, die dann irgendwie zu einem wieder zu irgendwie aneinander andockbaren Traum zusammengefügt werden müssen. Es gibt auch, habe ich gerade in Brasilien kennengelernt, nee, das war hier in Heidelberg vor Brasilien, wir machen so ein international Netzwerk
Und da hat eine Kollegin aus Oxford, die hat Social Dreaming, nennt die das, gemacht. Ein Verfahren, das ich vorher nicht kannte, aber es ist offenbar bekannt. Ich habe es noch nicht gegoogelt. Da wird es tatsächlich morgens gemacht, dass der Raum abgedunkelt wird. Alle machen die Augen zu, sitzen irgendwo im Raum verteilt. Und man wirft sich sozusagen assoziative Bälle zu. Und es entsteht ein reines Assoziationsnetz, irgendeine Art von Collage. Was sehr interessant sein kann. Allerdings für unsere Belange, die wir ja in der Regel Gütekriterien und Ziele haben bezüglich professioneller Entwicklung oder einer Organisationsentwicklung, wir rahmen und fokussieren sowas vorher und überlassen das nicht dem völligen freien, zufälligen Flow von Einfällen. Also wir arbeiten in der Regel recht fokussiert, wenn auch mit solchen intuitiven, vielschichtigen Methoden. Und das geschieht durch Rahmung vorneweg. Wenn man erstmal alles zulässt und dann rahmt, das ist meist schwierig. Aber das ist bei der Kulturbildung auch so. Wenn ich erstmal irgendwas entstehen lassen versuche, dann Kultur reinzubringen, das läuft meist auch nicht mehr. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine sehr kurze Frage. Gibt es noch eine kurze Frage oder einen Kommentar? Darf ich mal fragen, wer ist denn, wenn ich mal eine grobe Unterscheidung mache, Sozialbereich und Organisationsbereich? Also wer ist in Organisation oder arbeitet für Organisation von den Anwesenden hier? Und wer wird sich eher im Sozialbereich ansiedeln, also direkt mit Klienten arbeitend und zwischen Beratung und Psychotherapie oder sowas? Ah, etwa halbe halbe. Schöne Mischung. Wenn jetzt keine Reaktion da ist, würde ich dann einfach mal das Beispiel von der Morgenrunde vorlesen aus dem Buch und dann gucken wir, was das auslöst. Eine typische Art der Interaktion bezogen auf solche narrativen Inhalte ist einfach das, was wir Spiegeln nennen. Wenn ich das höre, steigt in mir auf das. Nicht mit dem Anspruch, ich muss eine kluge Frage stellen oder etwas kommentieren oder einordnen können, sondern lediglich sagen, welche Wirklichkeiten werden in mir geweckt durch die Wirklichkeiten, die ich beobachte, die in anderen geweckt werden. Und wir machen das sehr regelmäßig in uns, in unseren Gruppen, ich will das auch nochmal kurz sagen, das ist anders als Feedback, ich habe beobachtet das und das sieht so und so aus und die Optionen könnten die und die sein. Wir machen regelmäßige Spiegelungsgruppen, in denen die Menschen die intuitiven Bilder, die in ihnen aufsteigen, zu einem anderen in einem bestimmten Kontext einfach aussprechen. Also etwa in dem Baustein Macht und Autorisierung in Organisationen machen wir eine Spiegelungsübung zum Thema Macht. Also so, da sitzen dann wieder diese vier, die unterteilt werden, wie gesagt habe, 16, 4 mal 4. Und die werden gewechselt, also nicht Sympathiegruppen, sondern diese Art von Übung macht jeder mit jedem. Im Berufsleben kann man auch nicht nach Sympathie aussuchen. Kultur zeigt sich daran, dass man auch mit Leuten, mit denen man nicht unbedingt in Urlaub fahren möchte, bedeutungsvolle Kommunikation errichten kann. Deswegen üben wir das auch regelmäßig vom Setting her. Da ist dann zum Beispiel so eine Frage, ich gucke dich an und sage, wenn du mein Steuerprüfer wärst, dann steigen in mir Bilder auf. Ne? Die mögen treffend, untreffend, gerecht oder ungerecht sein. Das Problem ist nur, sie gestalten Wirklichkeit. Weil egal, ob zutreffend oder nicht, in mir, wenn ich dich anschaue, steigen solche Fantasien auf. In der Regel steuere ich mich aufgrund dieser Fantasien, ohne überhaupt zu merken, dass ich sie habe. Und du wunderst dich, dass ich mich so verhalte, insbesondere wenn die Fantasie nicht besonders treffend ist, und verstehst die Welt nicht. Und deswegen ist ganz wichtig, dass jeder erfährt, welche Wirklichkeitsszenerien in anderen zu bestimmten Themen zu ihnen aufwachen, um zu verstehen, wie sie sich darauf folgend steuern und was miteinander möglich ist. Und unsere Teilnehmer würden uns steinigen, wenn wir die Spiegelungsübung aus dem Baustein, sprich 3 Tage, weglassen. Die bestehen darauf, weil ihnen das ungeheuer viel Information gibt. Natürlich nur, wenn eine
Kommunikationskultur entstanden ist, in der man einerseits diese Bilder wahrnimmt, eine Sprache dafür findet, einen menschenfreundlichen Umgang damit pflegt, also respektvoll, aber durchaus auch aufrichtig sich gegenseitig beschreibt, was eigentlich für Wirklichkeiten in den Hintergründen der beteiligten Menschen auftauchen, wenn wir was miteinander machen. Also die lieben das. So, und jetzt kann man das auch mit einem Traum machen und jetzt lese ich das einfach mal vor. Also wir sind jetzt, die Situation ist zweiter Tag eines Bausteins, sprich 3-Tage-Seminare. Unsere Curricula sind 12 mal 3 Tage verteilt über 2 Jahre. Die Teilnehmer sind aus dem Organisationsbereich, alle Branchen, alle Altersgruppen, Geschlecht, Vorbildung, Rollen in Organisation, höchste Diversität. Unsere Lernkultur ist darauf abgestellt, dass sie miteinander lernen, was sie sehr effektiv und sehr gerne tun. Und das ist jetzt der, wenn ich mich recht erinnere, sogar ein Abschlussbaustein, also der 12. zweiter Tag. Und ein Träumer erzählt im Rahmen der Morgenrunde des Seminars. Und wir machen das dann so, also wenn wir das zum Übungserklären für Traum, dass die anderen zuhören, einfach nicht im Sinne, wie kann ich das analysieren, was ich da höre, sondern im Sinne, was entsteht in mir, während ich zuhöre? Was sind meine Resonanzen? Das ist der Fokus. Und nachher ist die Aufgabe, diese Resonanzen zur Verfügung zu stellen, ohne zu klären, ob das eine Übertragung oder irgendeine wilde Spekulation ist oder ob das irgendeine Essenz hat, weil der andere darf immer sagen, das ist eine Übertragung, das ist eine Projektion. Und sowas wird dem anderen nicht eingetrichtert, sondern es wird vor ihm ausgebreitet wie ein Collage-Teppich. Und je älter ich werde, früher habe ich ja richtig gelernt, die Leute zu beraten, Transaktionsanalytiker, wir haben Satz für Satz gelernt zu identifizieren, was wollen wir damit, was ist unsere Diagnose und so weiter. Also richtig beraten gelernt. Je älter ich werde, auch geprägt durch die Jungsche Psychologie, umso mehr bin ich ganz sicher, die Seele nimmt sich, was sie braucht, wenn es gut angeboten wird. Es geht also gar nicht darum zu füttern, es geht nur darum, gut zuzubereiten und zu sehen, was sich der andere nehmen kann. Und ich bin fest davon überzeugt, zumindest in meinen Kontexten, da ist keiner, der nicht was will, wenn es ihm so angeboten wird, dass er es auch nehmen kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, von daher, dass das gute Bereiten eines Buffets dieser Art wirksamer ist als das Beraten von jemandem. Also eine Atmosphäre schaffen, in dem gut bereitet wird und eingeladen wird zu nehmen und respektiert, wenn jemand nicht nimmt oder so nicht nimmt oder nicht gleich nimmt oder sagt, es ist nichts bei, was ich brauchen kann. Das ist in Ordnung. Es ist ja auch niemand verpflichtet, was zu liefern, sondern es ist eine Gabenökonomie. So, der Träumer erzählt. Traum von heute Nacht. Ich sage immer, Frischware ist mir lieber als Konserven, aber wenn wir keine Frischware haben, nehmen wir auch Konserven. Die sind manchmal auch interessant. Also es ist Frischware von der laufenden Nacht. Ich sitze in meinem Büro, das Licht geht aus. Vielleicht ein Kurzschluss. Es ist dämmerlich. Von meinem Schreibtisch geht ein seltsames Glimmen aus. Das ist etwas unheimlich, aber auch magisch. Das scheint eine der unteren Schubladen links zu sein, die ich bislang nicht wahrgenommen habe. Ich rufe nach einem Techniker. Es kommt ein Forschertyp mit einem beachtlichen Werkzeugkasten. Irgendwie tut er so, als wäre er schon mal in dieser Sache dagewesen. Im Licht seiner etwas grellen Arbeitsleuchte sieht er nicht, was ich meine. Bietet aber an, die Schublade aufzubrechen, weil er keinen Schlüssel entdecken kann. Ich lehne ab
um den Schreibtisch nicht zu ruinieren. Das kränkt ihn in seinem Tatendrang. Er packt ein und will im Affekt gehen. Als er seine Lampe abschaltet, sehe ich das Glimmen wieder. Ich zeige ihm das und er schaut etwas verwirrt. Die Schublade steht jetzt einen Spalt offen und es leuchtet darin. Neugierig ziehe ich sie ganz auf. Da liegen nur übliche Sachen, aber besonders sorgfältig geordnet. Irgendwie bin ich doch enttäuscht. Nehmen Sie sich gerade so einen Moment, nachdem Sie das gehört haben, was erwacht in Ihnen? Was für eine Stimmung, was für Gedanken, wovon dort erzählt wird? Was für ein Verständnis von der Situation dieses Menschen und von den Dynamiken, mit denen dieser zu tun hat? Und dazu ist eben in dieser Morgengruppe eingeladen worden. Ich werde jetzt nicht die Feedbacks einholen, nur dass Sie im Moment sich gewahr werden, was in Ihnen sich konstelliert hat. Und werde aus der Runde die Resonanzen der Dialogpartner auch vorlesen. Es gibt eine Dialogpartnerin A, die sagt, ist alles sprachlich natürlich jetzt ein bisschen konzentriert, sonst wäre das Buch so lang geworden. Mir wird ganz wundersam. Gut, dass die Schublade nicht mit Gewalt geöffnet wurde. Dialogpartner B, also ein Mann, sagt, mir ist eingefallen, dass du gestern davon gesprochen hast, dass es in eurem ursprünglichen Vorhaben die Sicherung rausgehauen hat. Und dass ihr jetzt mit neuen Top-Tools ran müsst. Vielleicht zeigt der Traum, wie es auch anders gehen könnte. Dialogpartner C. Mir tut der Techniker leid. Der ist engagiert und gut ausgerüstet. Irgendwie sollte er dabei bleiben. Manchmal braucht man ja einen mit einem dicken Werkzeugkasten und hellem Licht. Jetzt wieder Dialogpartner A. Das scheint da wieder der... Weiß ich jetzt nicht, ob es das der gleiche ist, weil das ist ja jetzt ein Mann. Oder wir haben einen redaktionellen Fehler gemacht. Er fragt, warum bist du enttäuscht? Also bezieht sich auf den Schluss der Erzählung. Worin glaubst du dich getäuscht zu haben? Leuchtet es eigentlich noch? Weiter Dialogpartner. Ja, das mit dem Licht ist interessant. Bei welchen Verhältnissen man was sehen kann. Selbst der Techniker sieht mehr als vorher oder zumindest mal was anderes. Weiter Dialogpartner, dass die Schublade von selbst aufgeht, wenn er sie nicht aufbricht und seine Lampe abschaltet, dürfte ihm zu denken geben. Weiter Dialogpartner, dass du das hier so frisch, aber auch so sensibel erzählst, gibt mir ein gutes Gefühl für dein Lernen hier. Ich wünsche, dass du davon was in euer Projekt mit rübernehmen kannst. Weiter Dialogpartner, irgendwie bin ich auch ein bisschen neidisch. Wenn ich sowas Tolles träumen und bei meiner Arbeit erleben würde, würde ich mich runder fühlen. So, das war jetzt Traum und Resonanzen, die dann wieder eingegeben würden. Jetzt kann man den Träumer wieder wagen, was von den Resonanzen löst wieder welche Resonanz in dir an und dann entsteht ein Geflecht von Resonanzen. Ja, wenn Sie dem jetzt zugehört haben, vielleicht ein bisschen in sich reingespürt haben, was ist in Ihnen jetzt aufgewacht, was wollen Sie fragen?
Fragen, kommentieren, berichten? Mikro? Wegen der Aufnahme. Ich würde es auch so verstehen, aber die, die nachher vom DVD sitzen, die hören da nichts. Also ich habe so eine leise Ahnung davon bekommen, wie dieses Netzwerk der Assoziation sich ausbreitet in der Gruppe. Und wie ist die Zielrichtung, wie wird die Zielrichtung in einen Impuls gegeben oder wie entwickelt sich das Ganze weiter, unter welcher Fragestellung, wo geht es hin? Mhm. Gut, ich sammle erstmal noch, ich antworte nicht gleich. Ja? Andere Fragen, Kommentare? Erst dazu was? Das ist eine gute Frage, weil die Art und Weise, wie sowas gesteuert und zielfokussiert wird, entspricht dem, was ich früher mal absichtsloses Engagement genannt habe. Also einerseits gibt es einen Rahmen, der sagt, Zweck unserer Kommunikation ist hier, einen Menschen dabei zu unterstützen, selbst zu verstehen, wie er sich professionell entwickelt, auf welchen Wirklichkeitsebenen er aufmerksam ist oder nicht aufmerksam ist, wie das in ihm zusammenspielt und wie er da lernen kann, vielschichtiger, ganzheitlicher sich selbst professionell zu verstehen und eben auch in seinen Rollen in der Organisation zu agieren. Das wird jetzt nicht jedes Mal vorher besprochen, aber das ist einfach der Rahmen der Weiterbildungsmaßnahme. Insofern ist ein, vielleicht muss ich da nochmal einen Einschub machen, ich verwende nicht gern den Begriff Ziel, weil Ziel ist auf einer Zukunftslinie ein Punkt, der zu erreichen ist. Ich verwende gern stattdessen den Begriff Richtung. Ja? Solange man in der Richtung unterwegs ist, weiß man, dass man richtig unterwegs ist und kein Mensch weiß genau, wohin man eigentlich auf diesem Weg dann kommen wird. Es ist dann eine andere Art von Urteilsprozess, ob ich feststelle, sind wir noch auf dem richtigen Weg oder erreichen wir bestimmte Ziele. Das, zu dieser Kommunikation passt also eher das Klären der richtigen Richtung. Und das andere ist, dass all diese narrativen und intuitiven Verfahren nicht darauf angelegt sind, Punkte zu erreichen oder Lösungen zu finden, sondern sie sind in der Regel dazu da, Perspektivwechsel zu ermöglichen, Vielschichtigkeit anzuregen, neue Integrationsmöglichkeiten zu finden und neue Suchprozesse auszulösen, die dann vielleicht erst nachfolgend über eine gewisse Zeit dann wieder zu neuen Inspirationen führen werden. Also es ist einfach eine andere Art von Ziel. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir würden jetzt einen Teamentwicklungsprozess machen, wo ziemlich klar ist, dass eine bestimmte geklärte Führungsstruktur, Verantwortungsverteilung in den Rollen und so weiter, das erklärte strategische Ziel am Ende ist, da würden wir dann nicht an der Stelle aber später nochmal sagen, und wenn wir uns das vor Augen führen, gibt es einen Sinnzusammenhang mit dem Gespräch von heute Morgen. Und dann kann es von heute Morgen Dinge geben, die passen da rein. Und es kann Dinge geben, die haben mehr mit der persönlichen, privaten oder professionellen Entwicklung des Träumers und der Menschen zu tun, die im Moment nicht die Relevanz haben für ein Teamentwicklungsvorhaben. Und dann kann man darüber reden, was davon ist wichtig und was davon ist nicht wichtig. Und das unterscheidet eben unser fokussiertes Vorgehen auch ein Stück von dem frei fließenden lass tausend bunte Einfallsblumen blühen. Aber es bleibt bei diesen Verfahren immer das, was man in der Linguistik nennt, es ist nicht randscharf. Man kann nicht die Dinge genau einordnen, wohin sie gehören und wohin sie nicht gehören, sondern sie sind kernprägnant. Das heißt, man versteht, ob sie im Wesentlichen was damit zu tun haben oder nicht, ohne dass man genau sagen kann, wo die Ränder sind. George Steiner ist der Kulturwissenschaftler, ein von mir verehrter Allround-Genie. Von dem habe ich diese Begriffe übernommen,
also und zwar im Buch über Linguistik, das ich mal gelesen habe von ihm, hat viele neuere auch gute geschrieben. Und er sagt, randscharf ist was für das linke Hirn von heute Morgen. Ne? Also und für bestimmte Arten von wissenschaftlichen Diskussionen, was zum einen gehört, kann nicht gleichzeitig das andere sein. Dafür ist das sehr nützlich. Wenn immer es um Kultur geht, ist eigentlich die genaue Klärung von Rändern irrelevant. Es ist viel wichtiger, ob man ein Gefühl für das Wesen der Sache hat. Das nennt er kernprägnant. Und dann können sich die Dinge durchaus überlagern und es braucht zum Beispiel auch kein konsistentes Sprachsystem sein. Und was immer kulturell relevant ist, alle großen Begriffe sind nicht randscharf. Liebe, Gemeinschaft, Vertrauen, das sind alles Begriffe, die, von denen jeder sofort ein Gefühl hat, er weiß, was damit gemeint ist. Und wenn man ihn fragt, definier's mal, kommt er ans Stottern. Und deswegen plädieren wir dafür, dass die Menschen neben einer randscharfen Kompetenz, die sie in der Regel von ihrer Sozialisation her ja erworben haben, nämlich die Sachen hintereinander in Schritte und logische Kategorien und Aufteilung, dass sie daneben eben diese kernprägnante intuitive Kompetenz, wie es alles zusammenspielen muss, dass es auch funktioniert mit lebendigen Menschen, dass sie das parallel dazu entwickeln. Und diese Verfahren, die dienen jetzt erstmal dazu, diese Kompetenz zu schärfen, aber natürlich dort, wo es dann auf ein konkretes Team- oder Organisationsentwicklungsanliegen hin ausgerichtet sein muss, brauchen wir dann schon die Klärung, ist jetzt schön, was da ist, wie kann das da reinfließen? Aber wir werden es nie genau festmachen. Also es ist in dem Sinne komplex, nicht nur, dass es kompliziert ist, sondern dass es irgendwo unergründlich ins Endlose geht. Und trotzdem müssen wir lernen, zu navigieren, obwohl wir letztlich nie wissen, wie tief das Meer ist. Das nennt man heute, wie nennen die das jetzt? Chaoskompetenz oder sowas. Also wir alle müssen ja, wenn wir genau hingucken, arbeiten ständig mit einem Minimum an wirklichem Wissen. Die ganze Wissenschaft. Jetzt haben wir, neuerdings wird wieder erzählt, dass selbst wenn Sie also jetzt die anderen vier kleinen Teilchen noch finden, nachdem das wir jetzt gefunden haben im CERN, dann werden Sie vermutlich bis zu 3% der Materie im Universum beschreiben können. Die Ozeanographen sagen, das kann man sich kaum vorstellen, wir wissen noch nicht, unsere Kenntnis über den Ozean ist noch nicht über 5% hinaus. Ich fürchte, es ist fast überall so. Also ist es wichtig, dass wir lernen, uns zu verständigen und zu navigieren und miteinander zu funktionieren, obwohl wir eigentlich im Wesentlichen auf Unwissenheit basiert arbeiten. Und insofern ist es eben auch einfach dort, wo Wirtschaften und Organisationen nicht total mechanistisch missverstanden wird, ist es eine notwendige Kompetenz, um ein humanes und kulturverträgliches Wirtschafts- und Gesellschaftssystem aufzubauen. Da müssen wir genauso arbeiten und wir versuchen eben Kulturgewohnheiten auch in die professionelle Welt, auch in die Welt der Organisationskulturverständnisse einzuschleusen. Und ganz wichtig, nicht zu sehr Richtung Lösung gehen. Also ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben, wenn Sie Gruppen machen. Na? Sie können sehen, mit leuchtenden Augen sind die Leute dabei. Und dann stellen Sie dummerweise am Ende die Frage, und was haben Sie heute gelernt? Oder wie wollen Sie das jetzt übertragen, das? Und dann rutschen die Leute in das, was ich jetzt nicht hirnwissenschaftlich, ich habe das einfach den Bildungscontroller genannt. Also der Mensch lernt vielschichtig und beseelt, aber das Über-Ich-Programm, das fragt, hast du was gelernt? Das hat nichts gelernt. Und wenn ich dieses Programm frage, sagt die, du hast nichts gelernt, gar nichts. Und das Leuchten in den Augen spielt in dem Wertsystem keine Rolle. Also besser, man versucht nicht solche Prozesse am Ende durch eine geklärte linkshemisphärische Antwort zuzumachen. Entweder macht man sie nachträglich damit madig oder man schneidet Suchprozesse ab. Also meist läuft es ja über längere Zeit, dass da Dinge noch nachlaufen, gerade wenn mit geleiteten Fantasien und mit Träumen gearbeitet wird. Es dauert manchmal Tage und Wochen, bis dann plötzlich was aufpoppt und der Zusammenhang hergestellt werden kann. Also
auch eine, natürlich auch eine professionelle Haltung. Man muss einerseits, darf man nicht jedem beliebigen Blödsinn Raum geben, andererseits muss man aber auch Dinge fokussiert offen lassen können, dass man ihrer habhaft werden muss. Also gut, das bin ich, ich habe den Traum heute Morgen erzählt, ne, von dieser Anima-Figur, die da in mir erwacht ist und wo ich diese technische Beherrschbarkeit damit, diesem Wahn von technischer Beherrschbarkeit, mit der ich versucht habe, mit Komplexität umzugehen, ein Ende bereitet hat, dass ich heute jetzt ein bisschen zum Apostel dieses Wirklichkeitszugangs geworden bin. Mir war aber immer, weil ich die ganzen humanistischen Psychologiebewegungen mitgemacht habe, war auch immer wichtig, nicht im Psychomystizismus zu versinken, sondern sicherzustellen, dass ein vernünftiger Beitrag für unsere gesellschaftliche Entwicklung dabei rauskommt. Und das hat was mit den Hard Facts unserer Organisation, mit Finanzierungssystemen, mit all dem, was zusammenkommen muss, dass Gesellschaft und Wirtschaft funktioniert. Das hat mit Jura zu tun, mit Verwaltungsabläufen. Und in all dem muss sich auch eine gute Kultur, eine gute Symbolik zeigen. Und ohne das wird Kultur nicht sein. Mit Psycho ist das nicht zu machen. Mit Psycho allein. Noch Fragen, Kommentare? Gut, wenn da ist, fühlen Sie sich bereit, das jetzt einfach mal auszuprobieren? Schön. Das heißt, wir machen dann, wie viel sind wir jetzt? 2, 4, macht ihr mit? Machst du mit? Ja. Gut, 2, 4, 16, 18, 20, 22. 3 mal 4, 2 mal 5? Oder lieber 3? Das ist immer so ein didaktisches Problem. 4 ist die optimale Größe. Bei 3 kann es sein, dass es ein bisschen einseitig wird, je nachdem, wer zusammenkommt. Bei 5 hat man oft auch ein bisschen Zerstreuung und größeren Zeitbedarf. Deswegen hat sich bei uns 4 da als die optimale Größe herausgestellt. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt hier lieber mal mit 3 mal 4 und 2 mal 5. Ich zeige jetzt auch gleich so ein bisschen, wie wir Untergruppeneinteilungen, Fokussierungen und so Sachen machen, für die, die dann ein gewisses didaktisches Interesse auch haben. Wir werden in jeder Untergruppe jemanden brauchen, der bereit ist, ein Traumstück zu erzählen. Ohne Traum geht schlecht, ne? Naheliegend. Darf, muss jetzt also nicht der allerwichtigste Traum sein, den man schon immer mal geklärt haben will. Es ist in erster Linie eine Übung und dient nicht in erster Linie bezogen auf den Traum, jetzt zu den entscheidenden Erleuchtungen zu kommen. Es hat sehr viel mit Beiläufigkeit zu tun. Die anderen dürfen einfach sagen, was in ihnen erwacht, wenn sie diesen Menschen mit seinem Traum in Kontakt erzählend erleben, was dann ihn macht, und äußern das freimütig, wie ich das vorher gesagt habe, die legen das einfach hin und die reden untereinander darüber, um zu verstehen, was in dem wach geworden ist. Es gibt keine Beratung für den, der den Traum erzählt. Der darf zuhören, wenn die anderen damit umgehen, was in ihnen erwacht, wenn sie ihn erzählen hören. Ja? Ja. Also, gut, man kann sich auch was denken, dass was anderes viel Sinn macht. Und natürlich, wenn einer was erfindet, ist auch kein Zufall, was er erfindet. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn es ein Traum ist, der jetzt so wach wird, wo doch eine gewisse Neugierhaltung ist, zu verstehen, was das meint, können die anderen sich seelisch einfach besser orientieren. Wenn das was einfach zu Übungszwecken Erfundenes ist, dann fehlt den anderen eine seelische Orientierung, weil die Betroffenheit nicht da ist. Die muss nicht stark sein, aber sie sollte schon da sein. Also ich habe ja viel Familientherapie-Ausbildung gegeben und die schwierigsten Familien zu therapieren sind die gespielten Familien. Also Echtfamilien sind viel leichter zu therapieren, weil das eine Relevanz für alle Beteiligten hat, als die gespielten Familien. Also was didaktisch dann manchmal ein Problem war. Darf ich einfach mal fragen,
wer hat dann, ob wir genügend Träume haben, einfach ob das Material da ist. Wer wäre bereit, in einer solchen Untergruppe den A zu spielen? Wir nennen die Person A 1, 2, weiter, 3, 4, 5. Also, es sind also dann genügend da. Wir werden das jetzt gleich so machen, dass 3x4, 2x5, also 5 brauchen wir, dass die 5 an verschiedene Punkte im Raum sich hinstellen und sich dann 3x3 und 2x4 dazu gesellen. Und es ist erst fertig, wenn alle 5 Gruppen gebildet sind. Auch ein wichtiges Prinzip, dass da nicht sich ein paar bedienen und den Rest ihrem Schicksal überlassen. Bei uns ist die Lösung da, wenn für alle eine Lösung da ist. Also nur, dass Sie es wissen. Und noch ein paar Sachen, da werde ich jetzt Pädagoge, hab ich auch mal studiert. Es sind 3 Dinge, auf die wir Wert legen. Rollendisziplin, dass man nicht irgendwas schwätzt, sondern genau das einhält, was in dem Drehbuch steht und sich genau so verhält und die Perspektive so wählt. Und nicht, weil einen irgendwas interessiert oder gerade man irgendwie toll findet, dann in irgendein Wildern geht von irgendwelcher Art. Also Fokusdisziplin. Also bitte das, was vereinbart ist, was und worüber gesprochen wird, auch einhalten. Also nicht plötzlich in eine Beratung gehen. Wenn man einen Impuls hat, jemandem einen guten Ratschlag zu geben, kann man das verpacken, indem man zum Kollegen sagt, ich habe den Traum gehört und in mir ist ganz stark das Bedürfnis gewachsen, ihm einen Ratschlag in der Richtung zu verpassen. Na? Dann übernimmt er aber die Verantwortung, das ist Ausdruck meiner Selbstorganisation und es ist nicht der Versuch, demjenigen einen Ratschlag zu geben. Der kann das dann wie, aha, okay. Manchmal fallen einem Einfälle als Handlungsoption oder als Ratschläge oder als irgendwas ein. Das kann man dann nachher übersetzen, das ist nicht falsch. Es ist nur falsch, es in die Tat umzusetzen, sondern das wird in mir wach und das würde ich gern tun. Und das ist meine Reaktion. Das ist die Erzählung einer eigenen Resonanz und nicht die Beanspruchung, ich habe ein Recht, dich zu beeinflussen. Also Zeit, Rollendisziplin, Fokusdisziplin und Zeitdisziplin. Gerade wenn man in vielen Untergruppen arbeitet, was wir sehr viel tun, weil eigenes aktives Lernen entscheidend ist und wir haben in unseren Gruppen so viele Kompetenzen im Raum, die kann ein Lehrtrainer-Staff gar nicht bieten. Das heißt, wichtig, dass die untereinander sich das zur Verfügung stellen und auch immer besser lernen, davon zu profitieren und rauszufinden, wo sie wirklich was beitragen können und wo nicht. Die eigene Lernkultur Bewusstsein zu entwickeln, ist ein ganz wichtiger Teil unserer Curricula neben den Inhalten, die zu lernen sind. Deswegen ist Zeitdisziplin so wichtig, weil bei uns verteilen die sich im ganzen Haus, dass die einfach wieder da sind, wenn Plenum gemacht ist. Ich war jetzt in Brasilien, die haben da ganz andere Gewohnheiten. Müssen wir etwas neutral sagen. Sehr sympathisch, aber schwer, schwer ein komplexes Lerndesign ablaufen zu lassen. Okay, das kommt jetzt gleich. Jetzt erkläre ich erst noch die Übung und gebe das Designblatt aus. Wie viel Uhr haben wir denn? 16:07. Okay, jetzt haben wir eine knappe Stunde. Brauchen Sie überhaupt eine Pause? Wenn ja, wäre es nämlich eher nicht. Können Sie dann in die Untergruppen gehen. Und wenn die Untergruppe währenddessen eine kurze Pause machen will, kann sie das ja selbstgesteuert tun. Hauptsache, Sie sind wieder zurück, wie vereinbart. Okay. Okay, einmal von da rüber geben. Ein Blatt für jeden. Wir gehen das dann kurz durch. Also, also ich rede so, als hätten wir lauter Vierergruppen. Wir haben ja gerade gesagt, dass es 2 Fünfergruppen geben wird. Wer A ist, werden wir gleich dadurch definieren, dass diese 5 Leute, die sind dann A in dieser Terminologie, die den Traum erzählen. Es wird dann klar sein in der Gruppe. Und klären Sie kurz die Verantwortlichkeit, wer darauf achtet, dass
Also meist ist es bei Gruppen, die noch nicht sehr eingespielt sind, gut, wenn einer es übernimmt, wirklich zu gucken, ob man im Design ist. Also ein bisschen Regisseurfunktion übernimmt und auch die anderen natürlich, denjenigen auch autorisieren, zu sagen, der sagt uns auch, wenn wir mit der Zeit, mit der Arbeitsebene, mit den Anweisungen nicht mehr auf dem Laufenden sind, da wird auch nicht groß diskutiert, sondern der darf uns sagen, macht es jetzt anders. Hierarchie ist das älteste Ordnungsprinzip der Evolution. Wir sollten auf diese Qualitäten nicht völlig verzichten. Wir wären heute nicht hier, wenn es nicht Hierarchie gegeben hätte. Zumal in dem Fall das ja sehr funktional und durch die Beteiligten autorisiert ist. Also kurz klären, wer da eine Hauptverantwortung übernimmt. Das heißt nicht, dass die anderen in die Verantwortungslosigkeit entlassen werden, sondern der ist nur Primus inter pares in Sachen Verantwortung. So, A erzählt jetzt kurz seinen, ihren Traum. B, C und D lassen den Traum einfach auf sich wirken, habe ich schon beschrieben. Sie dürfen klärend dort nachfragen, wo sie das Gefühl haben, Näheres erfahren zu müssen. Dass sie das Gefühl haben, das habe ich jetzt nicht verstanden oder da beschäftige ich mich was. Wie war das genau? Ist das während der Erzählung oder danach? Nein, während ihr. Also kann man zwischendrin mal kurz nachfragen. Nicht, dass ein langes Interview draus wird. Man kann aber auch erstmal zuhören und dann nachher sagen, das und das habe ich nicht verstanden. Ich mache es meist so, dass ich mir erst den ganzen Traum anhöre, weil ich dann die Erzählgewohnheit dessen auch unverfälscht erlebe. Und dass ich dann sage, können wir nochmal vorne anfangen, da würde ich gerne nochmal nachfragen, das habe ich nicht verstanden, dazu hat sich in mir kein Bild entwickelt. Das kann daran liegen, dass es einfach auch offen ist, es ist im Traum ja nicht alles definiert. Oder es kann daran liegen, dass es in der Erzählung nicht vorkommt, aber bei näherem Nachfragen durchaus erkennbar wird. Also man muss aber immer prinzipiell mit bleibender Unschärfe rechnen, das ist normal, aber auch nicht nur im Traum. Wir nennen das eine Ortsbegehung. Dazu braucht man wirklich nur 10 Minuten. Also wenn ein Protagonist ist, der 14 Träume hat, die er im Zusammenhang wählen, dann sollte er einen auswählen für diese Übung, sonst wird es ein bisschen schwierig. Gut. Also das Kriterium ist, weil das ja nachfolgend ist, dass B, C und D, soweit es über Nachfragen, über kurzes Nachfragen zu klären ist, irgendwie versuchen, sich ein Bild zu machen, etwas in sich entstehen zu lassen. Und an der Stelle ist es wichtig zu verstehen, was im Traum gewesen ist. Also nicht zu sagen, und wie hast du dich gefühlt, wenn du jetzt an den Traum denkst. Also nicht das Drumherum, sondern wirklich die Inszenierung des Traums, wenn wir das jetzt mal als Theaterstück ansehen, was ist auf der Bühne wirklich passiert, soweit es definiert war. Und mit welchen Mitteln und welchen Qualitäten ist das gewesen, dass ich mir das, so gut es geht, über eine Erzählung vorstellen kann. Nur dazu dient die Nachfrage. Nicht um meine Bewertung zu überprüfen oder eine Hypothese oder irgendwas. Deswegen nennen wir das Ortsbegehung. Man macht sich kundig, sonst geht es um nichts. Also zum Beispiel, ich habe hier Beispielfragen rein, wie genau war die Szene am Anfang? Oder mir ist nicht klar geworden, wo du in der Szene warst. Mal klang es so, als wärst du drin, mal klang es so, als bist du draußen. Dann kann die Antwort sein, ja beides. Im Traum, in surrealen Inszenierungen geht es ja. Ich kann drin und draußen gleichzeitig sein. Nur, dass man möglichst viel versteht, wie die Sache inszeniert ist. Oder wenn von einer Gefahr die Rede ist, dass man fragt, und man hat aber von dem, was erzählt wurde im Traum, kein Bild davon, worin die eigentlich konkret bestand, dass man fragt, ja, war das inszeniert oder war das mehr ein Gefühl, es ist gefährlich? Weil das natürlich ganz andere Reaktionen weckt. Klar ist, dass allein solche Nachfragen manchmal den Menschen mit seinen Erzählgewohnheiten in Kontakt bringen. Allein das kann schon sehr nützlich sein, dass er plötzlich merkt, was mir so klar schien, scheint anderen gar nicht klar zu sein. Da muss ich nochmal nachgucken, wie das eigentlich ist, dass es für andere überhaupt nachvollziehbar ist. So, das soll aber nur 10 Minuten dauern.
Und jetzt ist A erstmal fertig. Jetzt lehnen sich B, C und D und den Fünfergruppen E kurz zurück und versuchen nochmal zu rekapitulieren, was hat sich in mir eigentlich aufgrund dieser Traumerzählung und vielleicht kurzen Nachfragen und Antworten konstelliert. Welche Stimmung bin ich? Was für Impulse habe ich? Woran denke ich? Weckt das was Eigenes in mir? Oder denke ich an bestimmte Welten, auf die das vielleicht bezogen ist? Also was baut sich da in mir auf? Und das muss keinerlei Richtigkeit haben. Einfach, was es halt ist. Das kann vielleicht von euch mehr erzählen als vom Träumer. Das ist völlig in Ordnung. Manchmal fallen einem auch sofort alternative Inszenierungen ein. Also gerade lösungsorientierte Menschen, die denken eigentlich in Lösungen. Und man muss rückwirkend dann überlegen, wenn ich an diese Lösung denke, was habe ich denn überhaupt für ein Verständnis, was das Thema ist und was vielleicht ein Problem da drin ist. Also es ist in Ordnung, wenn man sich über Lösungen organisiert, aber man sollte dann nochmal zurückfragen, und wofür soll das eigentlich eine Lösung sein? Also welche intuitiven Einschätzungen habe ich eigentlich, damit das eine Lösung wäre? Also immer einen Schritt zurück eher als einen Schritt nach vorne. Wenn ihr was näher wissen will, geht das Systemiker einen Schritt zurück und nicht näher dran. Weil er dann im Kontext, und der Kontext kann er selbst sein, besser versteht, was eine Frage ist. Also auch wieder Hilfsfragen, wie hier, welche Stimmung entsteht, wohin wird die Aufmerksamkeit gelenkt. Ich merke, dass meine Aufmerksamkeit eigentlich beim zweiten Satz hängen geblieben ist, obwohl die dramatischen Schilderungen nachher irgendwie dem Klienten offenbar wichtiger sind. Aber ich habe gemerkt, ich nenne das den inneren Textmarker. Da habe ich was markiert, was mich interessiert. Und das kann entweder einfach meine Selektion sein, es kann aber auch interessant sein, dass ich das markiert habe, eine wichtige Ergänzung für den anderen, wenn ich ihn darauf aufmerksam mache, dass einem das auch wichtig sein kann. Oder vielleicht sogar wichtiger oder sogar interessanter als Stellen, die er gewohnheitsmäßig interessant findet in den eigenen Erklärungen. Dann, was fehlt? Ist oft auch nicht nur die Frage, was finde ich vor, sondern ich habe einen Ergänzungsimpuls in irgendeiner Art. Mich täte interessieren, was fühlt er überhaupt dabei? Oder ich merke, da ist kein Mann oder in dem Traum. Oder keine Frau oder überhaupt keine Menschen. Oder ich hätte das Bedürfnis, da Menschen reinzutun in einer Reinszenierung. Oder was immer. Also auch das, was fehlt, kann eine wichtige Information sein, die der andere vielleicht brauchen kann. Dann auch, welche alternativen Impulse habe ich? Ja? Ich erlebe die Szene, dass ich eigentlich Lust habe, daraus einen Comic zu machen. Ich würde es gern lustiger haben. Ne? Das ist ein starker Impuls, den ich habe. Gut ist, wenn man das nicht gleich macht, bevor man mehr weiß, aber wenn man sagt, ich habe den Impuls und ich verstehe noch nicht, warum ich diesen Impuls habe. Aber ich würde, wenn ich ein Berater wäre, vorsichtig dran denken, ihm zu sagen, wie er darauf reagieren würde, wenn er hört, dass ich diesen Impuls habe. Ja, die Systemiker, die beherzigen ja das, was Popper gesagt hat, einer der großen Fortschritte der Evolution ist, dass wir unsere Hypothesen statt unserer selbst an die Front schicken können. Das heißt, anstatt dass wir eine mutige Intervention machen, sagen wir, wir haben den Impuls, diese Intervention zu machen. Angenommen, ich würde dem nachgehen, wie würden Sie darauf reagieren? Und wenn das grünes Licht kommt, kann ich sagen, okay, darf ich es mal probieren, die Intervention zu machen? Aber wenn ich die gleich probiere und dann erst erfahre, dass ich auf dem schmerzendsten Zehen des Klienten gestanden bin und er keine Lust hat, sich weiter mit mir zu unterhalten, dann bin ich gefallen an der Front. Wenn meine Hypothese abgeschossen wurde, dann sage ich, prima, dann kann ich eine andere probieren. Ja, also. Ja. So, das auch. Jeder für sich überlegen, 5 Minuten, ihr könnt es auch ein bisschen aufschreiben. Danach
werdet ihr euch das gegenseitig erzählen, was ihr euch überlegt habt. Ich sage da auch nochmal gleich eine Erfahrung aus dem Trainieren von narrativen Verfahren. Es gibt Leute, denen fällt was ein, wenn sie es überlegen und konstruieren. Es gibt Leute, denen fällt da gar nichts ein. Es gibt Leute, denen fällt es erst ein, wenn sie jemand erzählen, wie sie es machen würden. Dann fällt es ihnen erst ein. Ja, deswegen kann es sein, dass euch jetzt nicht viel einfällt und wenn ihr dem anderen erzählt, was euch eingefallen ist, kann euch währenddessen einfallen, was euch vorher nicht eingefallen ist. Gerade beim Storytelling, wenn wir das üben, da gibt es Leute, die können Stories toll konstruieren und die kriegen trotzdem nochmal eine andere Qualität, wenn sie sie erzählen. Aber allein, dass der andere mithört, wie er die Story konstruiert, hat so viel Qualität, dass er sie gar nicht mehr erzählen muss. Und es gibt Leute, die stottern vor sich hin, wenn sie konstruieren, dass sie sagen, oh, das können wir bleiben lassen, das erzählen. Dann sagen, nein, fang an zu erzählen. Und während sie erzählen, entfaltet sich die Konstruktion der Story, was sie gar nicht erwartet hätten. Da die Menschen haben so verschiedene Stile, sich zu organisieren. Und das versuchen wir in unserer Didaktik zu berücksichtigen und ein möglichst diverses, großzügiges, einladendes Klima zu schaffen, dass jeder sagt, ich darf es einfach mal probieren. Das ist für irgendwas ist immer interessant dran, dass es sich so konstelliert. Vielleicht erfahre ich mehr als der Klient, aber das ist ja gut. Das heißt B, C und D, falls ihr vom Klienten nicht loskommt, sogenannten, empfehlen wir einfach den Stuhl zu rücken, dass die drei zueinander sind und A darf jetzt Mäuschen spielen. Das ist eine topografische Hilfe, Fokus und Rollenorientierung zu machen. Also B, C und D unterhalten sich jetzt untereinander. A darf zuhören, ohne einbezogen zu werden und versucht natürlich auch nicht durch deutliche Grimassen dann zu sagen, in welche Richtung er gerne das Gespräch hätte, sondern hört einfach nur zu, weiß, dass er auch gar nicht Stellung nehmen muss zu den Dingen, die werden einfach hingelegt, er kann sie nehmen, was er mag, der Rest braucht ihn nicht zu interessieren. Und jetzt kommt B dran und B hat 10 Minuten Zeit, sagen wir mal 7 Minuten, 5 Minuten, 7 Minuten zu sagen, was für Impulse in ihm wach geworden sind und die anderen können dann nachfragen, dass sie das verstehen. Also nicht Impulse diskutieren, bei mir war das ganz anders, mir ist das eingefallen, sondern jeder hat jetzt 10 Minuten Zeit, kurz zu erzählen, welche Wirklichkeiten in ihm entstanden sind und die anderen können nachfragen, ob sie verstehen, was das ist, was in ihm entstanden ist. Reines Sharing, keine Diskussion, keine Debatte, keine Bewertung, reines Sharing. Den Begriff kennt ihr noch. Okay. Also die anderen Fragen klären nach und versuchen Zusammenhänge und Gestaltungsabsichten, die der hätte, wenn er Berater wäre, zu verstehen, mehr nicht. Und da könnte es sein, dass Sie dann wieder einen ergänzenden Impuls haben, aber das eher klein lassen. A hat die Aufgabe, einfach zuzuhören, kann sich inspirieren lassen, wählt freimütig, was ihn irgendwie anspricht, lässt unberücksichtigt, was ihm nicht passend scheint. Das ist die Haltungsbeschreibung für A. B, C und D je 10 Minuten, in den Fünfergruppen bitte 7 Minuten. Die dürfen ein bisschen crisper sein. So, und das sind dann 30 Minuten. Jetzt wieder die Viererkonstellation und A erzählt jetzt seinerseits wiederum, was diese Gespräche und diese Ideen in ihm ausgelöst haben und was er davon adoptieren kann, wo er Interesse findet, wo er schon was mitmachen kann, wo auch nicht. Es geht es also nicht darum, Fleißbildchen oder Wertungen zu verteilen, sondern nur zu erklären, was stimuliert das jetzt in A. Ohne Diskussion und auch nur 5 Minuten. Fertig, auf der Ebene. Also wie ihr merkt, keine Beratung, Dialog, Sharing. Und jetzt gehen alle 4 auf die Metaebene, verlassen also ihre bisherigen Rollen, und tauschen sich einfach über den Übungsablauf aus. Wie ging es mir in der letzten, das war jetzt eine halbe Stunde, davor mal nochmal
20 Minuten, also in den letzten 50 Minuten, wie ging es mir da? Wie habe ich die Übung erlebt? Wie habe ich mich erfahren? Wie habe ich andere erfahren? So, das ist eines der mittelkomplexen Übungsdesigns, das wir bei uns regelmäßig nutzen. Also ich habe es jetzt ja sehr ausführlich erklärt. Es ist spürbar, verständlich, worum es geht. Jeder hat die Anweisung da. Ihr werdet in der Untergruppe jemanden wählen, der besonders darauf achtet, dass das Drehbuch auch in der gemeinsamen Inszenierung seinen Niederschlag findet. Das ist das Drehbuch. Und wir treffen uns dann hier im Plenum einschließlich einer Pause von einer Viertelstunde, die ihr machen könnt, wann ihr wollt. Wieder, jetzt muss ich gerade nochmal rechnen, 10 Minuten, 15 Minuten und 30 sind 45, 50, 60, in 75 Minuten treffen wir uns wieder hier im Plenum, 60 Minuten Übungszeit netto und 15 Minuten Pause. Ja, der ist eine Viertelstunde später. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? 16:45. Bitte? 16:45. Okay, und wann war der Vortrag geplant, der nächste? 16:25. Bitte? 16:25. Wann war der Vortrag geplant, der nächste? Der nächste. Ja, dann können wir noch eine kurze Abschlussrunde im Plenum machen. So hatte ich das auch kalkuliert. Also bitte Uhrencheck nochmal, eineinviertel Stunde, wann wird das sein? 20:06 geht das Plenum hier wieder los. Jetzt bitte die fünf Traumgeber, die fünf Protagonisten aufstehen, die anderen bleiben noch sitzen, an fünf Orten im Raum. Und ihr werdet nachher, nehmt ihr euch Stühle und ihr könnt euch hier im Raum in verschiedene Punkte setzen. Wahrscheinlich besser als woanders hingehen, da bleibt auch die Atmosphäre. Also eins, zwei, bitte hierher kommen, dass da sich Gruppen drum bilden können. Drei, vier, fünf. Er nicht. Jetzt habe ich erstmal die Protagonisten gebeten, aufzustehen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs? Nee, sechs brauchen wir nicht. Sie zurück? Okay, fünf. Okay, und um die fünf, und bitte im Raum bleiben, bis für alle die Lösung da ist, sollen sich drei oder vier dazu gesellen, bis wir fünf Gruppen haben. Jetzt bitte. Okay, das können ja noch welche nachkommen, falls noch welche kommen. Wir können ja schon einfach mal anfangen. Bitte, wer redet, das Mikrofon nehmen. Ja, gesehen habe ich, dass in allen Gruppen das recht lebendig zugeht. Lasst einfach mal hören, wie war die Übung für euch? Was habt ihr für Fragen und Kommentare, die damit verbunden sind? Ist aus? Jetzt sagt es was? Tut es was? Ja. Okay. Ich kann jetzt einfach beginnen, weil ich jetzt gerade noch so begeistert war als Traumgeberin. Ja, schön. Und ich war jetzt einfach sehr fasziniert, so in diesem Sinne. Es hatte keine Deutung. Ich durfte einfach nur zuhören. Es musste keine Richtung haben. Und dieses Gefühl von jedem, der und die was gesagt hat, konnte ich was mit anfangen. Und war zum Schluss wirklich auch sehr berührt und bereichert. Von dem, dass sie einfach nur sinniert haben, ohne dass es eine bestimmte Richtung haben musste, und merkt, dass mich das unglaublich beschäftigt, was dann Ideen und Gedanken kamen. Und was ich unheimlich faszinierend fand, war, die kannten mich ja gar nicht und vieles hat mich so getroffen, weil es wirklich mit mir zu tun hatte. Und dieses, ohne dass es jetzt eine Richtung haben musste, ohne dass gedeutet wurde, ohne dass sie mit mir geredet haben, hat mir das unglaublich viel an Anregung und auch Nähe gegeben. Also deswegen
ja, musste ich das jetzt einfach so kommentieren, weil mich das sehr berührt hat. Das ja. Ist ja wunderbar. Ja, ich fand es auch eine klasse Übung. Was ich besonders toll fand, einfach diese Balance, soll ich es höher halten, ja? Diese Balance, das ist ja einerseits sehr, was sehr Komplexes und Vielschichtiges ist. Und durch die Struktur, durch dieses Design, was du da vorgegeben hast, das eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit ist, damit umzugehen, wirklich in einer sehr konstruktiven Weise. Und es war einfach sehr, fand es sehr wertschätzend und ich habe die Gruppe quasi geleitet. Und es war einfach schön, das so zu machen und auch zu sehen, was dann angenommen wurde. Also gerade, was derjenige, der den Traum hatte, was der dann genommen hat von dem, was wir einfach so frei da entwickelt haben. Ja. Und eine Frage hätte ich, also ich hatte auch so Ideen, wie man das jetzt quasi weiterentwickeln könnte. Wie das, also ich hätte das vielleicht dann psychodramatisch gemacht, also man, in der Gruppe damit, also wenn du dazu noch was sagen könntest, wenn da so quasi Neuinszenierungen, Ideen da sind, wie man das dann weiterentwickeln könnte oder im Prozess dann einbringen könnte. Ja, da gibt es das ganze Repertoire, das man halt mag und kann und zum Kontext passt. Da habe ich jetzt keine bestimmten Vorstellungen, aber offenbar habt ihr ja Vorstellungen. Ihr könntet einfach damit experimentieren. Wichtig ist für mich, und da würde ich auch gerne eure Feedback dazu kriegen, es ist ja nicht nur der Gewinn für den Traumgeber, sondern es entsteht eine Kommunikationskultur, wenn ihr das beschreiben würdet. Und wie schnell das geht von Menschen, die sich nicht kennen und ohne dass sie privat intim werden eigentlich, sondern es ist eine Kultur der Intimität, die nichts mit Entblößung zu tun hat eigentlich. So, ja, das war einfach sehr gut spürbar. Ja. Und in einer solchen Kultur könnt ihr einfach experimentieren dann, wie es weitergeht, weil ihr sofort Regeln der Kultur, die dann in der nicht nur in der Logik, wie ich es einführe, sondern auch in der Didaktik liegen. Die vermittelt, die schafft Kultur, wenn man sie beachtet. Und von daher üben wir uns auch sehr in einem Zusammenspiel von multiplizierbarer Didaktik, die gleichzeitig situativ einmalige Kultur schafft, die man gar nicht vorprägen kann. Also dieses Mischungsverhältnis. Die Struktur und die Klarheit von der Methode hat mir sehr gefallen und auch, ich denke, uns als Gruppe sehr geholfen, die Sache auf den Punkt zu bringen. Die Kultur hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Vielen Dank. Ja, es ist gern so, dass Menschen, die sich dem Intuitiven und diesem Narrativen öffnen wollen, manchmal ein bisschen skeptisch sind gegen Strukturen und Abläufe. Aber ich meine, jede Kreativität braucht Rahmen. Und deswegen ist es wichtig, dass diese mit die Didaktik Rahmen schafft, aber nicht die Inhalte definiert. Also Kulturprinzipien, Regeln, Umgangsweisen, Haltungen, aber völlig offen ist, was geschieht. Und diese spezielle Mischung von Didaktik, da entwickeln wir sehr viel. Wäre schön, wenn wir aus allen Gruppen was hören würden. Man kann auch was sagen, wenn man ergriffen ja, ist. Ja, jetzt nochmal zu der Struktur, die jetzt nah dran. Zur Struktur, die eben nochmal erwähnt wurde. Also ich komme mehr so aus dem intuitiven Bereich, arbeite sehr viel mit Intuition, was auch sehr gut immer ankommt, was auch passt. Sonst wäre es mir nicht eingefallen, intuitiv. Aber ich habe jetzt auch wiederum diese Struktur sehr geschätzt, weil wir natürlich wieder auch immer wieder Menschen haben, die brauchen viel, viel, viel Struktur. Und da habe ich jetzt eine wunderbare Methode, die ich diesen Menschen mitgeben kann und die dann wiederum für ihre Intuition einen Rahmen haben. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Und gerade im Organisationsbereich ist das prototypisch. Ne? Dadurch, dass die Kultur in der Didaktik steckt, ist es multiplizierbar und hängt nicht so sehr vom Inszenierungsgeschick des Protagonisten ab.
Dort, wo jemand wie du, der da sehr viel macht und kann und so, da ist, dann kann er das situativ erfinden. Aber wenn er nicht da ist, gibt es die Kultur nicht. Und wir achten darauf, dass wir eine solche Kultur aufbauen, dass diejenigen, die in ihr gute Erfahrungen machen, gleichzeitig die Instrumente an die Hand kriegen, sie zu multiplizieren, ohne die ganze Ausbildung machen zu müssen. Und das ist wichtig auch für Organisationen, in denen ja immer Prozesse geschaffen werden müssen, in die andere eintreten können, ohne dass alle die ganze Ausbildung brauchen, sondern die kriegen, indem sie lernen, die Instrumente zu bedienen. Ich vergleiche das immer mit dem Kochbuch. Wenn jemand nicht kochen kann, ist gut, wenn er ein Kochbuch hat, weil er dann schon mal was auf den Tisch kriegt und er kann auf diese Weise das sogar weitergeben, wie man das macht, obwohl er die Prinzipien nur begrenzt verstanden hat. Je mehr er es dann versteht, desto mehr kann er sich natürlich von den Rezepten lösen, weil er die Essenzen versteht. Aber solche Rezepte und solche Designs, die helfen einfach den Menschen, die Kultur zu erhalten, weil Kultur ist ein sehr verderbliches Gut. Es muss ständig gepflegt und neu aufgebaut werden und übertragen werden an weitere Beteiligte. Und das kann man nicht allein aufgrund von persönlicher Begeisterung und intuitiver Resonanz. Ja, also ich habe diese Kommunikationskultur, die sich bei uns in der Gruppe eingestellt hat, auch so erlebt, und aber im Grunde genommen jetzt erst, als es gerade nochmal angesprochen wurde, dass das durch diese Struktur auch so gewährleistet ist, kann ich es jetzt nochmal besonders gut rekapitulieren. Das war wirklich so bei uns, also da war wirklich so eine hohe Qualität auch an, ja, so an Nähe, auch Nähe und fast Intimität, so in, wie man sich austauscht, so, und das ist schon faszinierend. Genau. Und das andere, was ich sagen wollte oder fragen wollte, wir haben am Schluss dann noch eine kleine Diskussion gehabt, ob man jetzt, wenn man den Traum hört und dieses Feedback gibt oder diese Spielung, ob man dann quasi eigene Impulse, also wenn man kommt in Kontakt mit eigenen Themen und das produziert irgendwelche Bilder oder so, ob man die sozusagen anbieten soll oder ob es sinnvoller ist, das eigentlich bewusst nicht zu machen, sondern zu versuchen, praktisch neutrale Impulse zu geben. Also das würde mich jetzt nochmal interessieren, worauf man da vielleicht achten sollte oder was da sinnvoll ist. Also, dass man neutral sein kann, ist eine Fiktion. Und man ist nur dort engagiert, wo man auch berührt ist, in irgendeiner Weise. Und deswegen versuchen wir nie, das zu neutralisieren, sondern sagen, es ist okay, dass es immer auch das eigene ist. Aber es ist natürlich eine Frage, wie geht man mit dem eigenen um? Mit der Zeit als Professioneller lernt man, das eigene zu nutzen, ohne zu viel das eigene in den Vordergrund zu schieben. Ja? Aber es ist schon wichtig, dass man auch beteiligt ist. Wir alle kennen so jetzt in Gesprächskreisen die Erfahrung, wir erzählen was uns berührt und jemand sagt, ja, das kenne ich auch, und erzählt dann nur noch von sich. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber wenn jemand zu erkennen gibt, es schafft was parallel in ihm im Hintergrund und das ist die Basis seines Interesses und Empathie, aber es bleibt bei uns, dann stört es uns nicht. Und das wäre so ein Korridor, den ich zeichnen würde. Aber natürlich die eigene Betroffenheit, sich der gewahr zu werden, ist sogar ganz wichtig. Erstens, weil man selbst dann lernt, parallel, in einem Parallelprozess. Und zweitens, weil sich der andere besser orientieren kann. Dann kann er auch irgendwo sagen, ah, jetzt geht es in einen Bereich, das ist dann er. Das brauche ich nicht mehr für mich nehmen. Ich muss es aber trotzdem auch nicht ganz ablehnen. Vielleicht ist auch was drin für mich, was ich nehmen kann. Haben wir aus drei Gruppen was gehört? Zumindest aus jeder Gruppe ein Mensch. Ich war ja bei uns Traumgeberin und war überrascht. Also eigentlich habe ich gedacht, den Traum hätte ich für mich schon so umfassend verstanden. Aber wie viele Themen angerührt wurden, die noch so am Rande damit zu tun hatten, das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Also es ist wirklich so eine innere Welt, hat sich nochmal geöffnet mit zig Themen, die irgendwie so am Rande auch eine Rolle spielen. Mhm.
fand ich ziemlich interessant. Also praktisch Anreicherungen sind neue Perspektiven, ja, und Sinnmöglichkeiten, genau, entstanden, die nicht den bisherigen Sinn in Frage stellen. Genau. Mhm. Und ich habe auch noch eine Entscheidung für mich mitgenommen. Die haben gut gearbeitet, die Damen. Ja, schön. Wenn es geht, würde ich gerne noch eine Resonanz dazu haben, für Menschen, die erstmal so denken, ich weiß gar nicht, ob ich in so einer Art von Prozess was zu sagen hätte, die jetzt einfach mal mitgemacht haben, weil es die Übung war, wie die sich erfahren haben dabei. Gibt es so jemanden? Hat jede entdeckt, dass sie eh das wirklich auch ein Heimspiel ist. Also es hat mich jetzt nicht absolut überrascht, dass mir da was eingefallen ist, aber so ganz sicher konnte ich nicht sein. Und ich fand dieses Pendeln zwischen dieser auf der einen Seite strukturierten Schrittfolge oder Phasenfolge und auf der anderen Seite die Freiheit, auch einfach da nicht so leicht was falsch machen zu können, sondern einfach mal das zu nehmen, was gerade in einem aufsteigt, ist ein sehr, finde ich, hat einen sehr befreienden Effekt, das ist sehr vergnüglich, hat eine gewisse Leichtigkeit gehabt. Und ich überlege gerade, weil ich ja oftmals mit sehr bodenständigen Bankern zum Beispiel arbeite, die vielleicht schon kräftig die Stirn runzeln würden, wenn ich sagen würde, wir wollen vielleicht mal mit Träumen experimentieren, ob man selbes Vorgehen nicht auch auf andere Thematiken übertragen könnte. Das ist jetzt natürlich, ja, klar, eine freche Frage, aber na klar, außer mit Träumen könnte man dieses vielleicht auch mit was machen? Geleitete Fantasien. Oder du erzählst eine Story und lässt die Leute einfach reagieren, also was heute im ersten Vortrag kam. Oder, ja, oder du arbeitest Rorschach-mäßig in so einem assoziativen Verfahren, da ist jetzt ein Bild von der Situation und jeder erzählt mal, was in ihm aufsteigt und die anderen spiegeln, wenn sie zuhören, wie der sich auf dieses Bild bezieht, was dann in ihnen sich konstelliert. Also das kann man mit, ja, ganz vielen Dingen machen. Das ist Auch das, das ist wie das, wie jemand vom Urlaub erzählt viel über seine Aufmerksamkeitsfokussierung und über seinen Stil, Erlebnisse zu verarbeiten und zu propagieren. Also ich bin da schon manchmal erstaunt gewesen, wie die Menschen, mit denen ich im Urlaub war, wie von Erzählung zu Erzählung sich der Urlaub verändert hat, dass ich war, der, bei dem war ich aber jetzt nicht dabei gewesen. Was nicht schlimm ist, ist nur gut, wenn man es merkt. Schön, also vielleicht ist jetzt auch einfach, sind alle satt, dann will man auch nicht mehr viel übers Essen reden. Ne? Ich danke Ihnen, danke euch, das war eine sehr, sehr schön, weil es prototypisch abgebildet hat, was man damit machen kann und wie einfach es eigentlich geht und dass man es auch mit Menschen machen kann, die da nicht vorher vorgeschult sind und so. Wenn, übrigens, das habe ich vergessen, heute Morgen den Hinweis, ich will es nochmal sagen, es gibt bei uns auf der Website im Download-Bereich einen Leitfaden für kollegiale Traumdialoge. Da sind alle methodischen Hinweise, die jetzt so mal verstreut waren, alle nochmal systematisch und sie sind im Buch hinten drin auch. Also da könnt ihr euch nochmal systematisch dann Anregungen und Anleitungen holen. Eine der Regeln der Beratung, die selten beachtet ist, wenn fertig ist, darf man aufhören. Die will ich aber jetzt selbst beachten und dann hören wir jetzt einfach auf. Und ich bedanke mich sehr bei euch. War gute 2,5 Stunden.